Diese Geschichte ereignete sich vor 250 Jahren im Königreich Dänemark. Es ist eine Geschichte von verbotener Liebe und vom Traum der Freiheit. Eine junge Königin, die vor Liebe blind ist, ein bürgerlicher Revolutionär, der zu hoch hinaus will, und ein verrückter König, eine Marionette auf dem Thron. Es ist die Zeit des Absolutismus, mit selbstherrlichen Gottkönigen an der Spitze ihrer Länder. 20 Jahre vor der Französischen Revolution. Die Völker Europas leiden unter Krieg und Seuchen. Die Bürger sind noch ohne politische Macht. Doch einer wagt es und gelangt durch seine Verführungskunst an die Spitze Dänemarks. Bis die alte Machtelite zurückschlägt. Mit brutaler Gewalt erzwingt sie erneut die Herrschaft im Dänischen Reich. Kopenhagen, das Zentrum des dänischen Königreiches, die älteste Monarchie der Welt. Gegen 1770 leben hinter allzu engen Stadtmauern 50.000 Menschen. Die Herrschenden sind Deutschstämmige, die Königsfamilie, das Offizierskorps, die adligen Regierungsbeamten. Der Hof spricht Deutsch und Französisch. Nur das Volk spricht Dänisch. Trauer liegt über der Stadt. König Frederik V. ist gestorben. Der König ist tot! Es lebe der König! Das Urteil muss vollstreckt werden. Die härteste Strafe für den größten Sünder. Schlag zu, Der neue König heißt Christian der Siebte. Ein 17-Jähriger ist nun offiziell der mächtigste in Dänemark. Moretti, wo steckst du? Bring das Schwert. Henker! Tu er seine Pflicht! Majestät! Majestät, ich bin enttäuscht, ja entsetzt. Ihr habt mir versprochen, das nicht mehr zu tun. Und ihr habt wieder getrunken. Kommt, der Staatsrat erwartet uns. Es geht um die leeren Staatskassen und auch um die Schließung der Oper. Nein, nicht mein geliebtes Theater. Aber Majestät wollen ja nicht hören. Dänemark muss mit Härte regiert werden. Ich bin ein Sünder, ich bereue. Das ist mein ganzes Glück. In dieser Zartheit, in dieser Grazie ist eigentlich die ganze Tragik angelegt seiner Person. Auf der einen Seite ist er feinsinnig, feinfühlig, sprachbegabt, witzig, redegewandt, aber auf der anderen Seite eben ganz in das Korsett gepresst seiner Rolle. Ein Leben in der falschen Haut. Aber sein Haus und das Thronfolgegesetz lassen Christian keine Wahl. Han var bange for den fremtidige gerning, det var at skulle være konge. Han var Er hatte Angst vor der kommenden Aufgabe als König. War ein glückliches, wildes Kind. Liebte das Fechten und Toben. Pflichten hasste er. Von Kindesbeinen an zeigte Christian Unwillen, später einmal König zu werden. Er hoffte, ein vertauschtes Kind zu sein, hoffte, dass man den echten Kronprinzen noch irgendwo in der Stadt finden würde.
Dann wäre er endlich frei von allen Pflichten und könnte wie ein normales Kind leben. Das wünschte er von ganzem Herzen. Frigjort von all seinen Verpflichtungen und kunne leben mit einem normalen Barn, das wünschte er wirklich. Ein König muss heiraten und einen Thronfolger zeugen. Prinzessin Caroline Mathilde von England ist dazu auserkoren. Sie ist Christians Cousine. Auch ihre Familie stammt aus deutschem Blut. Prinzessin Caroline Mathilde war noch nie auf dem Kontinent. Eine ihrer neuen Hofdamen ist Elisabeth Marie von Eyben. Von ihren vertrauten Zofen am englischen Hof hatte sie weinend Abschied nehmen müssen. In London sagt man, dass er oft ohne Begleitung und verkleidet in den engen Gassen unterwegs ist. Zwischen den einfachen Leuten. Hat er denn keine Angst um sein Leben? Ihre königliche Hoheit muss wissen, dass Kopenhagen eine saubere und sehr anständige Stadt ist. Die 15-Jährige wurde vor ihrer Reise nach Kopenhagen mit dem dänischen König per Vollmacht in London verheiratet, mit einem Stellvertreter an ihrer Seite, ohne dass sie Christian je gesehen hatte. Sie ist ein intelligent, headstrong, powerful character. Sie ist intelligent, ein starker Charakter. Sie will etwas aus ihrem Leben machen, will mehr sein als eine Königin ohne Einfluss. Ich denke, dass Caroline Mathilde Liebe und Glück wollte. Sie sucht danach. So she's searching for that. In Kew Palace, dem königlichen Landsitz vor London, wächst sie, abgeschieden vom englischen Hof, auf, der als sittenlos verschrien ist. Das verträumte Mädchen ist die Schwester Georgs III., des mächtigsten protestantischen Königs dieser Zeit. Ursprünglich sollte ihre ältere Schwester den dänischen Thronfolger heiraten. Nach deren frühem Tod muss jetzt Caroline Mathilde die Zweckehe für das dynastische Bündnis eingehen. Georg III. Lässt sich selbst durch die heftigen Tränen der kleinen Schwester nicht von seinem Plan abbringen. She's sent to Denmark with a large sum of money. Sie wird mit einer großen Summe Geld nach Dänemark geschickt, um den politischen Einfluss Englands in der Ostseeregion zu stärken. Dänemark ist ein sehr wichtiger strategischer Partner für die Kriegsmächte in Europa. Waren aus dem Norden wie Holz und Teer sind sehr begehrt. Der Siebenjährige Krieg hat Europa verwüstet. Obwohl Dänemark, neutral geblieben, am Handel mit England, Frankreich, Russland und Preußen gut verdient hat, herrschen Hungersnöte und Seuchen an der südlichen Grenze des alten Wikingerreiches. Im Herzogtum Schleswig-Holstein ist der Arzt Johann Friedrich Struensee vom dänischen König zum Landphysikus ernannt worden, für ein schmales Gehalt. Freiwillig kümmert er sich um Waisenkinder auf den Adelsgütern. Wann war zuletzt jemand hier? Wie sollen Sie denn in diesem Dreck gesund werden? Hab jetzt jeden Tag frisches Stroh, jedes Kind für sich einen kleinen Haufen und nie das Fenster schließen, habt ihr verstanden? Zum Glück. Aber bald wirst du wieder aufstehen können.
Der 30-jährige Strohensee, Sohn eines streng pietistischen Pastors, ist ein Anhänger der Aufklärung, der neuen Philosophie der Zeit. Schon in seiner Doktorarbeit über die Folgen falscher Körperbewegungen mahnt er, lieber dem gesunden Menschenverstand zu folgen und Missstände zu ändern, statt Leid zu ertragen. Er war ein Intellektueller, ein Reformer, als Mensch, glaube ich, aber auch ein schwer zu durchschauender Typ. Bald wird Caroline Mathilde ihrem Mann, König Christian von Dänemark, das erste Mal gegenüberstehen. Es ist ein politisches Geschäft, das keinen Platz für Gefühle kennt. Mit der Krönungsfeier in Schloss Christiansborg empfängt der dänische Hof die blutjunge Ware aus London. Die prächtigen, mit Smaragden, Rubinen und Perlen besetzten Kronen des neuen Königspaars sind maßgeschneidert. Sie haben ein Vermögen gekostet, bezahlt aus der Staatskasse. Sauber Hände waschen. Nicht zu Kinder, hörst du? Wir können, ich muss immer reinbleiben, immer. Moranti! He's crazy. He obviously lives in this fantastic mental world. It's not something which offensichtlich lebt er in seiner eigenen Welt, in die niemand eindringen kann. Er hat auch kein Einfühlungsvermögen für andere. Das ist das Schlimmste, was ihr hätte passieren können. Sie ist erst 15. Sie weiß, dass sie einen Thronerben produzieren soll. Das ist ihr wichtigster Job. Doch was wird aus ihrem Leben? Schrecklich. In London hatte der Hof gewusst, in welch geistiger Verfassung Christian ist. Nur sie nicht. Ihr neues Zuhause in Dänemark hat eine heimliche Herrscherin, die Königin Witwe Juliane Marie, Christians Stiefmutter. Eure Majestät mögen verzeihen, falls ich euch erschreckt habe. Ich möchte nur daran erinnern, dass Ihre Hoheit Königin Juliane euch bereits in ihrem Gemach erwartet, um mit Eurer Majestät über die besonderen Gepflogenheiten unseres Hofes und, sagen wir, die Neigungen eures Gemahls, seiner Majestät des Königs, zu sprechen. Sie scheinen hier ein besonderes Amt inne zu haben, Geheimrat Gutbeck. Zu euren Diensten, Majestät. Ich bin gewissermaßen der Helfer. Ich sehe, wo es Schwierigkeiten gibt und biete meine Hilfe an. Wenn meine Majestät mir jetzt folgen wollen. Mitten in Kopenhagen liegt Christiansborg, der Regierungssitz des Königs. Hier lebt auch die Witwe des verstorbenen Herrschers Frederik V., Juliane Marie. Sie ist die Spinne im Netz mit eigenen dynastischen Plänen.
Juliane Marie hofft auf den baldigen Tod des irren Christian, um ihren eigenen Sohn, Erbprinz Frederik, auf den Thron zu heben. Ove Höck Guldberg ist der Privatsekretär der Königin-Witwe. Ein bürgerlicher Aufsteiger, der die äußerst spezielle Prinzenerziehung des jungen Königs aufmerksam begleitet hat. Er hat einen ganz strengen Erzieher gehabt, der ihn wirklich mit ganz drastischen Methoden gepeinigt hat. Er ist geschlagen worden, er ist der Hoföffentlichkeit vorgeführt worden, wenn er etwas nicht wusste, wenn er sich falsch verhalten hat. Er wurde von seinem Vater gepeinigt, er wurde auch ganz einfach geschlagen. Der Palast ist für Christian ein Gefängnis. Seine Fluchten findet er im Dschungel der Stadt. Direkt neben dem Schloss liegen die Gassen des einfachen Volks. Verkleidet treibt sich der König auch nach der Heirat hier zwischen dem Pöbel herum. Oft in Begleitung der stadtbekannten Dirne Stiefeletten Katrine. Hier wimmelt es von Matrosen und Prostituierten. Schlimmer als im Hafen von Livorno, sagen die Zeitgenossen. Die Huren stehen an den Kellertreppen und rufen, komm rein, komm rein. Die besseren Bürger machen einen großen Bogen darum. In diesem Milieu treibt Christian sich mit Stiefeletten Katrine herum. Aber oft sind sie auch alleine für sich. Sie ist die ideale Frau für ihn, mit der er lachen, entspannen und sich prügeln kann. Wilder Hengst. Es ist gut so, ja? Oder wollen wir das Tempo ein bisschen anziehen, hä? Spürst du die Peitsche deiner wahren Königin? Niemand kann das so gut wie ich, nicht wahr? Du bist keine englische Kuh. Das hier ist viel besser, oder? Niemand darf meinen kleinen Prinzen schlagen, hä? Niemand darf den König schlagen. Außer meine Herrin. Wenn er nicht artig gewesen ist. Die Königin von Dänemark hat in Kopenhagen ihr Zuhause. Gott hat es so gewollt. Im Januar 1768 wird der ersehnte Thronfolger geboren. Ein Junge, ebenfalls ein Frederik. Damit ist der Allianzvertrag zwischen England und Dänemark erfüllt. Um die Königin kümmert sich Christian nicht mehr. Die Saufgelage mit Stiefeletten Katrine bestimmen fortan seinen Alltag.
Madame. Bis es eines Tages selbst den Machthabern am Hofe zu bunt wird. Was zum Teufel habt ihr vor? Kommen Sie. Welche Komödie wollt ihr jetzt schon wieder spielen? Sie haben eine wunderschöne Reise vor sich. Christian? Christian, bist du da? Hilf mir! Ja. Wieso hast du den Teufel in Person geschickt? Lass mich los, du Vieh! Ich will zu meinem König! Doch der König ist nicht da. Man hat ihn auf eine Europareise geschickt. Zur Ablenkung und Heilung von seinen abnormen Trieben. Mit der Androhung von Schlägen hatte man ihm das Ja zur Verbannung seiner Gespielin abgepresst. Der Landarzt Johann Friedrich Strohensee hat mit seinen Hygienemethoden Erfolg. Auf eigene Rechnung impft er Bauernkinder gegen Pocken und Diphtherie. Keine Angst. Mach den Ärmel hoch. Siehst du? Nur ein kleiner Stich. Wie von einer Biene. Es kann sein, dass es morgen ein bisschen anschwellt. Wenn du Hitze spürst, dann ist es recht. Doch nun ist der fortschrittliche Landphysikus Friedrich Strohensee von holsteinischen Adligen weiterempfohlen worden für eine neue, brisante Mission. Als Arzt und Vorleser soll er den dänischen König Christian VII. Auf seiner langen Reise begleiten. Vor den Toren Hamburgs, in Ahrensburg, dem Heimatsitz des dänischen Finanzministers, werden Patient und Doktor das erste Mal aufeinandertreffen. Die erste Station ist London. Christian besucht seinen Schwager Georg III. Sie feiern rauschende Feste. Von hunderten Huren ist die Rede, die in den Buckingham-Palast geholt werden. Das größte Übel der physischen Art ist der Tod. Das größte moralische Übel der Krieg. Treuebruch in den Verträgen, Raub und Verheerung, Schmerz und Tod in allen Gestalt. In Versailles herrscht düstere Stimmung bei Ludwig dem 16. Heiter verlaufen dagegen die Gespräche mit den großen Philosophen Voltaire und Diderot in Paris. Man lobt den jungen König für seinen freien Geist. Der König wird das erste Mal von jemandem als Mensch behandelt. Majestät! Ruhig, ganz ruhig. Majestät? Friedrich Strohensee. Sie sind doch Friedrich der Große. Ein ganzes Jahr sind sie unterwegs. Die teure Reise hat den dänischen Staat an den Rand des Bankrotts gebracht. Und Strohensee wird bald schon mehr sein als nur der Vorleser des Königs. Det er der, det her fortrolighedsforhold, det opstår.
Auf dieser Reise entsteht ihr Vertrauensverhältnis. Struensee hält viel von Christian. In einem Brief schreibt er, dass er irgendwann ein guter König werde. Er sei jung und wild, müsse sich nur noch abschleifen. Aber er habe das Zeug, eines Tages ein großer König zu sein. Sein heilender Einfluss auf das königliche Gemüt ist bemerkt worden. Struensee ist nach der Europareise zum Leibarzt Christians am Hof in Kopenhagen bestellt worden. Die wöchentlichen Maskenbälle zur Unterhaltung von König und Hof werden für ihn zur Pflicht. Ein moralisch gefährliches Pflaster. Hier trifft der Doktor eine alte Bekannte aus Holstein wieder. Die Kammerzofe der Königin, Elisabeth Marie von Eyben. Ich bin hungrig. Wilde Blume, bist mir tausendmal lieber als diese Rosen aus Porzellan. Der Doktor hat die Regeln des Hofes rasch gelernt. Der Hof ist ein Maskenball, wo jeder seinen wahren Charakter verbirgt. Die Königin. Wie ist sie? Sie hat den ganzen Abend nicht getanzt, mit niemandem gesprochen. Sie ist einsam und oft traurig. Kavaliere wissen, welche Geschenke die Damen des Hofes begehren. Seidene Strumpfbänder, kostbar bestickt nach der neuesten Mode. In kurzer Zeit ist Struensee Kabinettssekretär. Vom König gegen den Willen des Staatsrates ernannt. Er meint, dass der Mensch den Menschen selbst in das Chaos und die Seelennot geführt hat. Und dass der Staat nur so gut sein kann, wie der Mensch, der ihn führt. Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Eure Majestät kann es an der Natur beobachten. Alles dreht der Mensch um und verstümmelt es, auch sich selbst. Wie ein Baum wird er gestutzt, weil es eine Absicht hat. Deshalb muss der Mensch von einem aufgeklärten Geist erzogen werden, der ihn zurück zum Natürlichen führt, zu seiner freien Bestimmung. Majestät, ich... die Regierungsgeschichte. Eins, zwei... Der König ist der neue Doktor des Volkes, nicht wahr, mein Herr? Weil er auch ein Kranker ist. Majestät, alles hat seine Ordnung. Auch der König muss... Der König muss jetzt regieren, Goldberg. Ganz viel, Eure Majestät. Die Machtelite ist irritiert. Der König interessiert sich plötzlich für die Politik. War er doch bislang nur eine bequeme Marionette auf dem Thron. Diese Art der Heilung hat man nicht gewollt. Nun wird das absolutistische Königsgesetz zum Problem für den Staatsrat unter Führung der Königin-Witwe Juliane Marie. Das ist die hårdeste und mest brutale europäische Verfassung. Es ist die brutalste Verfassung Europas. Keine Diktatur der Welt kann die dänische Alleinherrschaft übertreffen, weil sie so total ist.
Alles dreht sich um die absolute Macht des Königs. Ohne ihn geht gar nichts. Absolute Macht. Der er ingen, der kan mene noget ud over kongen. Die graue Eminenz des Staatsrates ist Außenminister Graf Bernsdorf, ein Karrierediplomat aus Deutschland. Einer der reichsten Männer des Landes. Durch geschickte Politik hielt er Dänemark im Siebenjährigen Krieg neutral. Der Handel mit den Kriegsmächten füllte Aristokraten wie ihm und cleveren Kaufleuten die Taschen. Dem einfachen Volk in Stadt und Land dagegen geht es erbärmlich. Befolkningen steg med 20% i anden halvdel af 1700-tallet. Die dänische Bevölkerung stieg damals um 20%. Alles arme Menschen. In den Zeitungen wird von Horden berichtet, die sich durch die Städte schlagen. Es gab soziale Probleme im Land. Da har været nogle sociale problemer. Im übervölkerten Kopenhagen bricht 1769 die Cholera aus. Aus Sorge vor einer Ansteckung des kränklichen Kronprinzen ruft Caroline Mathilde den Leibarzt des Königs zu sich. Die Königin lebt sehr zurückgezogen. Nach der Geburt ist sie melancholisch geworden und misstrauisch gegenüber den Bediensteten des Hofes. Er kommt spät, Doktor. Majestät, man hat mir erst jetzt von euren Sorgen berichtet. Man hat euch an den Wallanlagen gesehen, wo ihr den ganzen Tag die Kinder der Handwerker behandelt habt. So, mein kleiner Prinz, jetzt zeig mir deine schönen Zähne. Und die Zunge. So. Bäh. Ja. Wie schläft er? Er weint die ganze Nacht. Er ist so zart, ich möchte ihn ganz in meinem Schlafgemach haben. Gib mir deinen Arm. Der Kronprinz soll nach dem Willen des Hofes von einer Amme aufgezogen werden, wie sein Vater vor ihm, um für die Rolle des künftigen Königs besser vorbereitet zu sein. Struensees Rezept ist anders. Majestät, es ist ganz wichtig für die Gesundung seiner Hoheit, dass er bei Ihnen bleibt. Sorgt für frische Luft in der Nacht und ab jetzt für magere Speise. Bald wird er wieder lachen können. Majestät. Kümmern Sie sich um die Königin, sonst nehmen wir das Kind. Alles gehört an seinen Platz. Ohne Ordnung kann Dänemark nicht bestehen. Macht euch keine Sorgen, Majestät. Das Fieber ist die Abwehrreaktion des Körpers gegen das Serum. Es zeigt, dass es wirkt. Danach wird alles gut sein. Ihr glaubt also, dass jeder Mensch für sein Wohl die Liebe der Mutter braucht? Ja. Die Mutter ist die Natur aller Dinge. Jedes Wachstum, jedes Gedeihen liegt in ihrer Hand. Wenn das Herz es will. Dr. Struensee, habt ihr kurz Zeit für mich? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber alles ist zu schwer geworden und lastet hier. Majestät, bitte, ihr müsstet euch dafür etwas freimachen. So? Das reicht. Darf ich fragen, wie Eure Majestät eure freie Zeit in England verbracht hat? Ihr braucht dringend Bewegung an der frischen Luft. Am besten täglich einige Stunden. Reiten. Das ist gut. Marie! Marie!
Bringen Sie Dr. Strunse bitte hinaus. Er hat mir einen großen Gefallen getan. Sie zieht Männerkleidung an, damit sie sportlicher reiten kann. Das ist absolut skandalös. Offenbar liebt sie es, wie ein Mann gekleidet zu sein. Es gibt dieses berühmte Gemälde von ihr, ein ganz außergewöhnliches Bild. Die Königin von Dänemark, gemalt als ein Mann. Das sagt viel darüber aus, wie sie sich gerne sieht und wie sie gesehen werden will. Struensee ist nicht mehr nur Arzt und Sekretär. Er ist nun der wichtigste politische Berater des Königs. Angefeuert von der Freiheitsphilosophie der Zeit, beschließen sie die Aufhebung der Zensur und führen damit die Meinungsfreiheit ein. Im absolutistischen Dänemark ein Paukenschlag. Struensee beschreibt die kurze Periode, in der sie täglich gemeinsam im Kabinett arbeiten, auf Augenhöhe. Man meinte später, die Meinungsfreiheit sei allein Struensees Werk gewesen, aber auch Christian war beteiligt. Er ist nicht der Ahnungslose, der nur unterschreibt. Nein, er sieht selber die guten Argumente für die Abschaffung der Zensur. Ein Schlag gegen die adligen Großgrundbesitzer ist das Verbot des Getreidehandels mit dem Ausland, als infolge der Dürre im Sommer 1770 in Dänemark eine Hungersnot droht. Stattdessen lassen sie Kornspeicher für das Volk bauen. Christian ging ein Stück des Weges mit, aber langsam schlich er sich heraus, hatte nicht genug Energie für das Regieren. Hier beginnt Struensee allein zu handeln. Zunächst vielleicht unbewusst, ergriff er mehr und mehr die Möglichkeit, etwas zu verändern. Raus! Majestät, ihr hattet mir versprochen, euch etwas mehr um die Königin zu kümmern. Hat der Doktor denn nicht selbst die Behandlung übernommen? Raus! Stiefeletten Katrine ist wieder in der Stadt gewesen. Sie hat vergeblich versucht, zum König zu gelangen. Was? Ich gebe meiner Freundin heute frei. Vergnüg dich gerne in der Stadt, vielleicht in der Komödie. Hilf mir nur bei den Stiefeln. Aber Majestät, das zieht sich nicht. Denkt an euren Ruf. Der Ruf ist sowieso verdorben, Marie, das weißt du doch. Mit einem armen König, der ständigen Spott ertragen müsste, wenn Dr. Struensee nicht bei ihm wäre. Aber liebe wieder Marie. Das ist mein Glück. Thank you.
Struensee braucht sie nicht. Er braucht keine Affäre mit ihr, weil er alles, was er tut, auch ohne sie machen kann, weil der König unterschreibt. Vielleicht denkt er, wenn er die Königin auch hat, dann hat er die totale Macht. Aber Caroline Mathilde hat gar keinen Einfluss auf ihren Gatten. Es macht keinen Sinn, durch sie an den König heranzukommen. Der Hof ist fassungslos. Königin Witwe Juliane Marie und der Staatsrat mit Außenminister Graf Bernsdorf fürchten das Schlimmste. Erst die aufrührerischen Reformen und jetzt auch noch eine sich anbahnende Liaison mit der Königin. Doch was tun, solange der König ihn will? Der Doktor, den sie anfangs den Schweigsamen nannten, ist zur großen Gefahr für ihre ureigensten Interessen geworden. Herr, du hast eine Prüfung für mich vorgesehen. Doch warum schickst du diesen deutschen Teufel? Lass mich deinen Plan wissen. Ich werde nicht zulassen, dass finsteres Chaos unser Reich vernichtet. Kommen Sie herein, die Tür ist offen. Der Hof kann das nicht dulden. Madame, sie muss sich schämen. Will sie in einem Kuhstall in Holstein Dienst tun? Im Juni 1770 begeben sie sich auf eine Sommerreise ins Herzogtum Schleswig-Holstein zur Residenz Schloss Gottorf. Sie reiten täglich alleine aus, nehmen keine Rücksicht mehr auf mögliche Gerüchte. Struensee weiß, dass er jetzt Helfer für seine Pläne braucht. Aus Altona holt er seinen alten Freund Enevold Brandt nach Gottorf. Brandt war als Kammerjunker schon einmal am dänischen Hof und ist durch eine Intrige von dort vertrieben worden. Man sagt, dass Dr. Struensee im so gemütlichen Kopenhagen jetzt das Sagen hat. Der König würde nur ihm trauen und all seine Minister entlassen. Das sind Gerüchte, Brandt. So weit ist es nicht. Das dänische Volk wird ausgeplündert durch die Herrschenden und ihre Lakaien. Ich weiß, wie das Land gesunden kann. Dafür muss als allererstes die Maschine des Hofes neu justiert werden. Du musst dich als neuer Direktor des Hoftheaters darum kümmern, dass der König auf andere Gedanken kommt. Struensee, Kopenhagen ist kein Theater, das durch einen neuen Bühnenmeister einfach seine Kulissen wechselt. Und was ist schon Glück, wenn man es nicht im Herzen hat? Aber ich folge ihm natürlich gerne, meinem Rattenfänger. Auf zu neuen Festen. Majestät, darf ich um diesen Tanz bitten? Ergebens euer Maître de Plaisir. Kammerjungfer Elisabeth Marie von Eyben ist vorzeitig von der Sommerreise nach Kopenhagen zurückgeschickt worden. In Struensees Zimmer haben sie viele Stunden miteinander verbracht. Nun ist sie einsam
und findet bestätigt, was sie seit Monaten ahnt. Einen weiteren Mitstreiter will Struensee nach Kopenhagen holen, den Grafen Schack Karl Rantzau. Der wegen seiner Spielsucht gescheiterte Politiker hatte Struensee einst als Landarzt bei Hofe empfohlen. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, dass Graf Rantzau zurückkehrt und unsere neue Politik mit unterstützt. Ich werde darüber nachdenken. Aber eines ist sicher, Friedrich Struensee. Ich werde nicht billig zu haben sein. Denkt an mein Gut, meine Ländereien. Wer soll die Arbeit hier erledigen? Nur die Ehre des Hoflebens ernährt keinen Mann. Und er weiß, ich oder Bernsdorf. Ich werde dem König berichten. Schon morgen bringt der Bote euch Nachricht. Ihr werdet sehen, es kommt eine neue Zeit. Die linke Hand hier, die Hüfte, schön gerade stehen. Recht so kreisende Bewegung. Zurück in Kopenhagen überschlagen sich die Ereignisse. Außenminister Bernsdorf muss nach einer gescheiterten Strafaktion gegen Piraten in Algier seinen Posten räumen und tritt offiziell zurück. Damit ist für Struensees Umwälzung Platz gemacht. Der große Plan. Der große Plan, und ich bin der König. Le roi du soleil! Monsieur Brandt hat versprochen, mir meine Königin der Nacht zurückzubringen. Die wichtigste Gefährtin hat er in seiner Nähe gefunden, für die Errichtung seines Paradieses auf Erden. Dass er dem anderen sein Recht lässt. Wenn das Volk erst begriffen hat, dass es seine freie Meinung äußern darf, das heißt, Missstände aufweisen und sein natürliches Recht einfordern, dann werden die Mächtigen sich nicht lange sträuben können. Es ist doch so, erst wenn jedes Organ des Körpers und des Staates gesund und zufrieden ist, dann kann der ganze Körper überleben. Ich kann das Volk nicht, Friedrich. Aber ich möchte es kennenlernen. Ich habe damit angefangen, ihre Sprache zu lernen. Dänisch? Das ist die Sprache der Mütter und der einfachen Menschen in unserem Land. Wie sonst wirst du ihr Herz erreichen? Das ist doch dein Ziel, oder? Ich will meine Königin aber nicht teilen. Es ist schwer zu beurteilen, wie groß ihr Interesse an der dänischen Tagespolitik war. Ich glaube, dass sie sich als seine Partnerin gesehen hat. Es gibt Berichte, dass Caroline Mathilde die Reformen anstiftete. Nach dem Klischee, hinter jedem Mann steht eine Frau, die ihm sagt, was er tun soll. Es gibt jedenfalls auf Französisch geschriebene Briefe an ihren Bruder Georg III. Von England, in denen sie von den politischen Ereignissen berichtet. Sie wusste also genau, was passiert. Heute Nacht hatte ich einen schrecklichen Traum. Ich habe geträumt, der König war tot. Aber statt zu weinen, habe ich gelacht. Ganz erschrocken bin ich aufgewacht. Und heute Morgen hatte ich so ein schlechtes Gewissen.
Christian lebt ja noch. Und es war nur ein Traum. Jetzt schau doch nicht so traurig. Und nun sieh hier. Sieh hier. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, Marie. Wenn der König wirklich mal sterben sollte, dann wüsste ich, wer mein neuer Mann wird. Einer, der mich liebt. Marie? Marie, du darfst es niemandem erzählen. Ja? Ein Mann, der liebt, fügt anderen Schmerzen zu. Marie, solch dumme Gedanken? Du kennst Dr. Struensee doch. Er heilt die Menschen, statt ihnen weh zu tun. Eines Tages fahren Christian und Struensee allein durch Dänemark. Inkognito. Der König will, selber unerkannt, endlich sein Volk kennenlernen. Das Leben der einfachen Menschen. Kutscher, halt! Oh, oh, ah! Warum tut man das dem Jungen an? Er hat versucht zu fliehen. Er ist ein Leibeigener. Der Gutsherr darf ihn bestrafen, so ist das Gesetz. Aber nicht ein Bauer, nicht nur wer? Bei der Geburt war Tausch. Das ist ein Verbrechen an der Natur des Menschen. Ja, ja, mein König. Ihr fühlt es. Und ich weiß, deshalb brauchen wir die Reform. Wie schwer es auch kommen mag. Nicht wahr? Struensee, wenn wir wollen, dann müssen doch alle gehorchen, oder? Majestät, die Lex Regia von 1665 verleiht den dänischen König absolute Macht. Wenn ihr dies hier unterschreibt, dann liegt sie wieder ganz in euren Händen. Damit schafft ihr den geheimen Regierungskonseil ab und könnt von nun an allein entscheiden. Das ist Struensees Machtergreifung. Mit der Aufhebung des Staatsrates ist die alte Elite an den Rand gedrängt. Der König ernennt ihn zu seinem Kabinettsminister und erhebt ihn in den Grafenstand. Doktor und Patient sind eins geworden. Mit Unterschriftsvollmacht ausgestattet, kann Struensee dem kranken Land ungehemmt die Rosskur verpassen. Viele seiner Reformen finden wir heute noch gut. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der er sie eingeführt hat. Und er hat ein großes persönliches Problem. Er will alles allein machen und jedes Detail kontrollieren. Er kann nicht delegieren. Doch all diese Aufgaben schafft man einfach nicht allein. Struensee ist radikal. Er schafft die Folter ab und die Todesstrafe bei Kindstötungen. Baut ein Findelhaus mit Babyklappe, öffnet die königlichen Parks fürs Volk, schließt unrentable Prestigemanufakturen, kürzt die Gehälter der Hofbeamten, entlässt die Lakaien. Die große Milchkuh der Hof ist nicht mehr zu melken. In den 16 Monaten seiner Herrschaft erscheinen 1800 Verordnungen und Gesetze, die alles auf den Kopf stellen. Ich habe noch zu arbeiten. Und alles
Ich bin es doch. Lass uns von hier fortgehen. Es ist ein Unglück. Marie. Ich liebe sie. Sie sind wie die Kinder. Du musst verstehen. Du liebst nur dich selbst, Strunzi. Du weißt nicht, was die Gefühle einer Frau sind. Marie. Ich werde jetzt für Größeres gebraucht. Er schätzt die Stimmung im Volk falsch ein. Flugblätter erscheinen, auf denen der lächelnde Graf nach der Krone greift und sich am Volk bereichert. Ein Hasardeur, der die Königin zum unzüchtigen Reiten verführt und zu seiner Dirne gemacht hat. Hier. Da siehst du, was du von deiner Pressefreiheit hast. Das Volk zerreißt sich das Maul über die Hure im königlichen Palast und ihren Hahn. Caroline Mathildenthaler heißen die. Ich habe die stinkenden Friedhöfe vor die Stadttore gelegt, damit die Menschen endlich wieder Luft holen können. Niemand braucht sich mehr vor Überfällen zu fürchten, seit nachts die Laternen brennen. Und die Staatsschulden sinken in nie dagewesenem Maße. Ja. Aber du hast die Zölle und Monopole aufgehoben und den Getreideverkauf ins Ausland verboten. Der Adel und die wohlhabenden Bürger haben keine Einkommen mehr. Das nehmen sie dir übel und hetzen das Volk auf. Es müssen Opfer gebracht werden, Rantzau. Schaut euch die Hungernden an. Die verzweifelten Mütter, die ihre Kinder töten, weil sie nichts zu essen haben. Und dann dieses vollgefressene Leben hier im Palast. Du gehst zu weit, Strunsee. Niemand wird dir folgen. Du weißt, ich habe Spielschulden. Sehr hohe Spielschulden. Wenn du mir nicht hilfst, dann weiß ich auch nicht. Die Kasse des Königs ist für niemanden da. Und außerdem, sie ist leer. Strunsees Reformen greifen nicht richtig. Die Dänen sind stolz auf ihre Monarchie und glauben an den König. Eine Medizin kann nur wirken, wenn sie nicht das Königtum selbst in Frage stellt. Der erste bürgerliche Regierungschef hat den Monarchen offenbar in seiner Gewalt. Er wird als Parasit beschimpft, dem es um anderes als das Staatswohl geht. Man sollte annehmen, dass im 18. Jahrhundert wachsende dänische Bürgertum sah Struensee als Verbündeten. Einen, der für die Werte dieser Schicht kämpfte, indem er Privilegien und Erbrechte des Adels abschaffte. Aber das war komischerweise nicht der Fall. Der Grund? Struensee ist Deutscher. Es gab einen zweiten Machtkampf im Land. Man wollte die Aristokratie bezwingen, aber man wollte endlich auch diese Deutschen loswerden, mit all ihrer Dominanz. Es war mal ein Rabe und ein Löwe und ein Fuchs. Geht in den Park. Der Doktor denkt zu wenig ans Leben. Er sollte lieber ganz in seiner Kammer bleiben.
Distanzieren Sie sich nicht so. Der Teufel hat keine Verwendung mehr für Sie. Teufel sind Sie! Aber ich kann Sie retten. Sie muss mir nur erzählen, was sie gesehen hat. Ihre Majestät ist oft unbekleidet in Ihrem Gemach. Und? Oft, wenn der König nicht da ist, ist die zweite Hälfte Ihrer Majestät Bett auch benutzt. Und am nächsten Morgen sind eklige Flecken darin. Doch für Hofdamen ziemt es sich nicht, darüber zu sprechen. Wir brauchen einen Beweis. Sie wird es nicht bereuen. Eines Tages soll es das Paradies für alle Menschen sein, nicht wahr, Friedrich? Ja, Majestät. Und das sicherste Mittel gegen das Unglück in der Welt ist die Arbeit. Denkt an unseren Voltaire. Aber es wird doch immer ein König und sein Volk geben. Wie es in der Natur Löwen und Schafe gibt. Das hat Monsieur Voltaire auch gesagt. Majestät sind klug. Herr Dr. Struensee, Sie sind sogar noch ein viel größerer Mann als Voltaire. Und ein Graf. Und der Freund der Königin. Christian. Mit all seinen neuen Christian, Orden. Dr. Struensee ist vor allem dein Freund. Du solltest nicht so viel auf die Leute hören. Unser Bund ist unser Geheimnis, das geht nur uns an. Schachmatt. Koffer! Ich ziehe mich auch zurück. Friedrich der Große macht meiner Frau ein Kind. Die Königin ging um 10 und ist noch nicht wieder zurück in ihrem Gemach. Kann sie mir auch sagen, wann dieses höchst widerliche Treiben begann und wie häufig? Ich weiß nicht. Die Königin hat mir verboten, darüber zu sprechen. Das habe ich dann eines Tages in der Kammer des Dr. Struensee gefunden. Gut gemacht. Sie wird ihren Lohn bald erhalten. Der Bau des kolossalen Frederikdoms ist das Prestigeprojekt der dänischen Staatskirche. Er dauert bereits 8 Jahre. Hat eine 500.000 Taler verschlungen durch Kirchenfehden und Korruption. Ein Ende des Baus ist nicht in Sicht. Struensee stoppt entschlossen das Unternehmen. Nun predigen Geistliche den Hass auf den Eindringling von der Kanzel herab. Sie lassen das Gerücht verbreiten, dass ihr euch nun auch an Gott vergreift. Der Baustopp am großen Dom. Der Tanz ist heftiger geworden, Struensee. Ich kenne dich schon so lange, Friedrich. Weißt du noch? Unsere heiteren Abende in unserer Bude in Altona. Die jungen Frauen, das Lachen. Brand. Du bist dir treu geblieben. Aber ich auch. Spiel du seiner Majestät nur weiter hübsch auf der Flöte auf. Sie werden noch alle staunen. Meine Medizin ist noch längst nicht erschöpft. Struensee! Der König ist das Problem. Seine Launen werden immer schlimmer. Heute so, morgen so. Das ist ein Topf ohne Deckel, an dem man sich leicht verbrennen kann.
Das ist Frevel und beleidigt den König. Und die Ordnung des Reichs liegt in Trümmern. Gott wird sie strafen. Sie werden in der Hölle schmoren. Es ist Ihr Gott, Guldberg, und nicht meiner. Und für die Hölle auf Erden haben Ihresgleichen gesorgt. Der Mensch ist ein freies Wesen und er wird durch Mündigkeit zu seinem Glück gebracht. Aber Ihre Kirche tut nichts anderes, als die Menschen weiter im Aberglauben zu halten. An den neuen Gott der Aufklärung werden auch Sie sich gewöhnen müssen. Noch haben Sie das Spiel nicht gewonnen, streuen Sie. Ich habe Beweise für den Teufelspakt, mit dem Sie die Königin verhext und zu Ihrer Sklavin gemacht haben. Das wird seine Majestät König Georg in London bald ermuntern, die Ehre seiner Schwester zu retten. Und sicher wird er das nicht mit moralischen Pamphleten tun. Die Königin ist ein naives Kind. Sie zwingt ihre Kammerfrauen, ein lästerliches Geheimnis zu bewahren. Aber sie ertragen es nicht länger, weil sie ein Gewissen haben vor dem gerechten Gott. Ihre Methode versagt, Dr. Struensee. Ihre sogenannte Freiheit ist nichts als ein Hirngespinst. Das Volk will stets den Mächtigen und nicht den Schwachen. Ich habe mir erlaubt, die Kammerjungfer von Alben vom Hof zu entfernen. Es ist doch sicher im Interesse Eurer Exzellenz, dass diese Sache nicht noch mehr außer Kontrolle gerät. Wo der Herr Doktor als geheimer Kabinettsminister doch stets das Wohl Dänemarks und sein Ansehen in der Welt im Sinne hat. Im Sommer 1771 fahren sie mit kleinem Gefolge in ein Schloss außerhalb Kopenhagens nach Hirschholm. Hier kommt am 7. Juli ihre Tochter Luise Auguste zur Welt. Struensee ist bei der Geburt dabei. Fernab vom brodelnden Hof in Kopenhagen leben sie für kurze Zeit ihren Traum. Als einfache Menschen, ohne Etikette und Standeszwang, umgeben von einer paradiesischen Natur. Struensee kümmert sich jetzt selbst um die Erziehung des kleinen Kronprinzen, legt einen Gemüsegarten mit ihm an und lehrt den kleinen Frederik die Namen der Tiere und Pflanzen. Unter der idyllischen Oberfläche waren die Nerven zum Zerreißen gespannt. Die böse Stimmung im Volk beunruhigt sie. Eines Tages marschieren aus Kopenhagen 300 Matrosen nach Hirschholm. Die haben ihren Lohn nicht bekommen und verlangen, dass der König sich ihres Problems annimmt. So wandern sie also von Kopenhagen hierher. Die einfachen Menschen glaubten damals, wenn sie ihre Sorgen dem allmächtigen König vortragen, dann würde er ihnen schon helfen. Doch Christian hat sich aus Angst vor einem Volksaufstand im Schloss versteckt. Struensee, durch einen Reitunfall verletzt, kann nur mühsam reagieren. Man will den König sehen. Das mutige Auftreten der Königin besänftigt die Matrosen. Sie lassen ihnen gebratene Ochsen und Bier bringen und versprechen ihnen den ausstehenden Lohn. Die Eindringlinge ziehen wieder ab. Danach bleibt nichts, wie es war. Fang mich doch! Majestät, ich möchte bemerken, dass ich sie schon dreimal gefangen habe. Und ich werde sie auch diesmal fangen. Kuckuck!
Wir können die Matrosen nicht bezahlen. Die Staatskasse ist nahezu leer. Es muss ein Wunder geschehen. Du kannst doch nicht sein. Friedrich, geh fort. In die Schweiz. Ich hab so Angst um dich. Ich weiß dich dann sicher und eines Tages vielleicht. Es geht nicht um unser Glück, begreifst du denn nicht? Ich darf jetzt nicht nachlassen. Es ist das letzte Aufräumen des Patienten gegen die radikale Kur. Ja, ja. Ja, du bist das Hoch und deshalb die Wut des Volks. Sie werden uns folgen. Du hast den König gebissen, Friedrich! Du hast den König gebissen! Du hast den König gebissen! Im Herbst kehren sie nach Kopenhagen zurück. In ihrer Abwesenheit hat sich um Königin Mutter Juliane Marie und ihren Sekretär Guldberg eine Verschwörerklicke gebildet, die den tyrannischen Emporkömmling mit aller Gewalt stürzen will. Strohensee hat einen neuen Plan. Er will das Militär drastisch reduzieren, um mehr Geld für soziale Projekte zu haben. Als er Weihnachten 1771 die königliche Leibgarde, die Zierde des Palastes, von der Fahne entlassen will, bricht in der Stadt ein Tumult aus. Strohensee nimmt den Befehl zurück. Noch einmal kann er den Volkszorn besänftigen durch den Ausschank von Branntwein. Kurz nach Neujahr feiert der Hof wieder einen Maskenball. Der König hat wie immer bis früh in den Morgen getanzt. Majestät, ihr sollt heute Nacht ermordet werden. Nur wir, eure treuen Gefolgsleute, können euch jetzt noch retten. Ihre Unterschrift, mein König. Sonst landen wir alle in der Hölle. Majestät kommt zu euch. Tun Sie um Herrgotts Willen, was man von Ihnen verlangt. Unterzeichnen Sie, bevor es zu spät ist. Guldberg hat die Haftbefehle für Strohensee und Königin Caroline Mathilde bereits Tage vorher geschrieben. Im Auftrag der Königin Witwe. Strohensee, hiermit erkläre ich Sie für arrestiert. Verräter, ich wusste es. Aber hierfür braucht ihr den Befehl des Königs. Aber Herr Graf, oder besser Herr Doktor, in solchen Sachen wollen wir doch keine Zeit verlieren. Kleide dich sofort an. Aus. Ich will
ihm treu bleiben. Und wenn es bis zum Galgen oder zur Hölle selbst wäre. Ist das jetzt ein Geständnis, Madame? Dann können wir den Galgen gleich bauen. Ich will meine Kinder mitnehmen. Nicht den Kronprinzen. Ihre Hoheit, die Königinmutter, hat es so verfügt. Bitte kleiden Sie sich jetzt an, Majestät. Die Kutsche wartet bereits. Sie glaubt, dass Struensee noch kommen wird. Niemals hat sie damit gerechnet, dass man sie einfach in eine Kutsche stecken wird. Jetzt will sie bloß ihre Kinder mitnehmen. Sie geben ihr wenigstens die Tochter, damit sie in die Kutsche einsteigt. Wer weiß, was sie gedacht hat. Ob sie ihn je wieder sieht? Sie haben ihr nichts gesagt. Noch in der Nacht wird die Königin in die Seefestung Kronborg gebracht, nördlich von Kopenhagen am Öresund. Ihr Gefängnis für die nächsten Monate, wo sie total isoliert ist. Struensee ist in Kopenhagen geblieben, im Kastell, der größten Militärbastion der Stadt. Nicht lesen. Sag Gulbert, dass ich ihn sprechen muss. Stunden am Tag ist er unter Bewachung durch einen Offizier, der stumm bei ihm in der Zelle sitzt. Er weiß nur, dass er verhaftet wurde. Ob er eine Kugel in den Nacken bekommen würde, einen Prozess oder ausgewiesen und freigelassen würde, das weiß er nicht. Er muss vor allem Angst gehabt haben. Richtige Angst. Majestät, jetzt nehmen wir wieder meine Pillen. Das Volk wartet auf ein Zeichen. Es will sehen, dass eure Befreiung geglückt ist und dass ihr unversehrt seid. Die große Kutsche wartet bereits. Und den deutschen Doktor heben wir uns noch ein wenig auf, bevor wir ihn vernichten. Am Morgen nach dem Umsturz fährt der König einige Runden durch die Menge vor dem Schloss. Christian krümmte sich vor Angst zusammen. Das Volk warf sich auf die Kutsche und jubelte. Keiner wusste so richtig, was geschehen war. Sie jubelten einfach alle mit. Das Königshaus setzt, vertreten durch Königin Witwe Juliane Marie, sein von Gott gegebenes Recht triumphierend wieder ein. Das dänische Reichsarchiv. Hier sind bis heute Dokumente aufbewahrt, die die Affäre bekunden, die im Frühjahr 1772 ihren Höhepunkt findet. Sie sind Zeugnisse der Rache einer königlichen Familie. Hier habe ich so ein Protokoll. Das hier ist das Protokoll mit all den Fragen, die an Struensee und die Mitangeklagten gestellt wurden. Man kann sehen, dass es sehr viele Seiten sind. Die Fragen sind nummeriert und systematisch sortiert. Diese Papiere sind seit den Ereignissen damals im Geheimarchiv verwahrt. Sie waren viele Jahre für die Öffentlichkeit unter strengem Verschluss, bis 1963. Nach dem Verhör von Zeugen aus dem engsten Kreis beginnt im kalten Februar im Kastell der Prozess gegen Struensee. Vor einem Gericht, das aus Mitgliedern des neuen Staatsrats und des dänischen Militärs zusammengesetzt ist. Ich wollte nur nützlich sein. Ganz zum Vorteil von König und Staat. Der König,
ist seiner impertinenten Person und dieser ekeligen Angelegenheit längst überdrüssig. Ich will euch sagen, was euer Plan war. Ihr habt Stück für Stück die Macht an euch gerissen. Ihr wolltet den kleinen Kronprinzen ermorden, damit euch nach der Beseitigung des Königs niemand mehr die Krone streitig machen konnte. Wir haben die Beweise. Ihr plantet, die vor Liebe zu euch blinde Königin zu eurer Frau zu machen und euch damit zum Herrscher Dänemarks. Ich habe niemals Dinge getan, die gegen die natürlichen Sitten der Menschen verstoßen. Welche Sittlichkeit, meint der Herr Graf? Dieses Strumpfband stammt aus dem Besitz der Königin. Wir haben es von einer Kammerzofe Ihrer Majestät bestätigt zu Protokoll genommen. Und von wem erhielt die Königin wohl dieses Kavaliersgeschenk? Ich konnte erst wagen, die Ehre der Königin derart in den Schmutz zu treten. Will er jetzt endlich reden? Diese Bänder habe ich in Altona gekauft. Sie waren nicht für die Königin. Und dieses? Diese Bänder waren für die Kammerjungfer Frau von Alben bestimmt. Mit ihr habe ich seit langer Zeit eine engere Beziehung gepflegt. Wir haben uns heimlich in ihrem Schlafzimmer getroffen, wenn ihre Majestäten nicht da waren. Und die Zeit es erlaubte. Umso schlimmer. So hat der Herr Graf also nicht nur den König, sondern nebenbei auch noch die Königin betrogen und auf die Stufe einer Dirne gezogen. Welche Schande! Welcher Schmutz! Dieses Beweisstück wurde in der Kammer des Angeklagten. Es zeigt ohne Zweifel das liebliche Angesicht der Königin selbst. Wie sollte der Angeklagte in den Besitz eines solchen Medaillons kommen, wenn nicht durch die Hand der Königin selbst? Aber vielleicht kann er auf die großzügige Gnade des Königs hoffen, wenn er nur das Verhältnis gesteht, welches die Königin bereits selbst eingeräumt hat. Der König selbst hat es so gewollt. Ach, heißt das nun, dass eure Vertraulichkeit mit der Königin so weit ging, als Vertraulichkeit unter Personen unterschiedlichen Geschlechts überhaupt gehen kann? Ja. Eine Kommission reist zur gefangen gehaltenen Königin nach Kronborg. Sie soll die Kronzeugin der Anklage sein. Das ist absurd. Dieses Geständnis ist nicht so schändlich erlogen. Majestät, dürfen es gerne selber lesen. Es ist von Graf Struensee persönlich unterschrieben. Sowas zugeben. Darf ich Eure Majestät darauf aufmerksam machen, dass es sich hierbei um eine Kopie gehandelt hat? Der König weiß um Euer Majestät Temperament und hat dies so angeordnet. Verlassen Sie sofort mein Gemach. Sie brauchen Ihr Geständnis. König Georg III. Sieht durch den Arrest seiner Schwester die Ehre Englands beschmutzt und setzt seine Flotte bereits in Marsch, um Kopenhagen zu zerstören. Sie versprechen ihr für die Unterschrift, das Baby behalten zu dürfen. Eine Scheidung des Königspaares könnte beiden Seiten das Gesicht wahren und den Krieg verhindern. Hier habe ich so
Dies ist die Beilage zum Scheidungsprozess. Hier oben können wir lesen, Ihre Majestät, die Königin, gesteht dasselbe, was Graf Struensee gestanden hat, dass sie also ein Verhältnis hatten. Und hier hat sie unterschrieben, Caroline Mathilde. Unterschrift hier, Caroline Mathilde. Sie weiß, das ist das Ende für den Geliebten. Er kann keine Fehler in seinen politischen Reformen entdecken. In seiner Verteidigungsschrift klagt er noch einmal die Dekadenz des Hofes an und beschreibt Königin und König als Opfer des ständischen Zwangssystems. Man lässt ihm keine Chance. Der bürgerliche Aufsteiger soll für seine Anmaßung büßen. Er ist umso schuldiger, als er versucht hat, nach oben und zu Ehren zu kommen, indem er andere in den Schmutz gezogen hat. Deshalb sind seine Vergehen gegen die Hoheit des Königs und der Königin ein weitaus größeres Verbrechen als bloße Majestätsbeleidigung. Die Anklagepunkte im Einzelnen. Das Urteil schließt hier auf der letzten Seite mit: So wird infolge des Gesetzes, 6. Buch, 4. Kapitel, 1. Artikel Recht gesprochen, dass Graf Johann Friedrich Struensee zur gerechten Strafe und Gleichgesinnten zum Exempel Ehre, Leben und Güter verwirkt hat. Das Urteil lautet deshalb: Tod durch das Beil. Ihm wird bei lebendigem Leibe die rechte Hand abgeschlagen und dann der Kopf. Der Körper wird gevierteilt und auf das Rad gelegt. Der Kopf aber und die Hand werden auf eine Stange gesetzt. Am 28. April 1772 kommt ganz Kopenhagen vor die Stadtmauer. Die Armee hat das Schafott umringt, um den Pöbel in Schach zu halten. Eine mittelalterliche Vierteilung, in Europa längst abgeschafft, erscheint vielen als übertrieben. Zunächst ist Brand dran, der wegen des Fingerbisses ebenfalls zum Tode verurteilt ist. Er glaubt, der König werde sie in letzter Minute begnadigen. Übermütig schenkt er den Henkern einen Taler. Doch der König kommt nicht. Nein! Nein, nein! Ich bin unschuldig! Ich wollte den König nicht verletzen! Das war doch nur ein Spaß! Ein Spiel! Ein Kinderspiel! Struensee! Wir sehen uns gleich wieder! Nach der Vorstellung, wenn der Vorhang fällt! Das ist alles Theater! Tut mir nicht weh! Jetzt kommt dein Auftritt, Struensee. Er wird dich unsterblich machen. Ihre Körperteile zur Abschreckung am Richtplatz. In der deutschen St. Petri-Kirche mitten im Herzen Kopenhagens finden die Überreste von Struensee und Brandt nach langer Odyssee erst 1920 ihre letzte Ruhestätte. Tief unter der Kirche in einer versteckten Gruft. Caroline Mathilde behält nach der Scheidung den Titel einer Königin
und wird nach Celle in Deutschland ins Exil gebracht, ohne ihre Tochter. Sie hofft, eines Tages nach Kopenhagen zurückzukehren. Ihre Kinder hat sie nie wieder gesehen. Caroline Mathilde stirbt 3 Jahre nach dem Geliebten, im Alter von 24 Jahren an den Rütteln. Glück ist etwas Unbeständiges. Und der Mensch trauert auf den falschen Dingen nach. Doch ihr Werden liegt alles in Gottes Hand. In Dänemark übernimmt Guldberg die Macht. Als neuer Staatsminister schafft er Struensees Reformen sofort ab. Christian ist noch 36 Jahre lang der König, versunken in Depressionen und Schizophrenie. Die großen Hoffeste interessieren ihn bald nicht mehr. Ein paar Jahre nach der Hinrichtung zeichnet er die Köpfe von Struensee und Brandt. Diese beiden Profile hat der König von Struensee und Brandt gezeichnet. Und auf Deutsch fügt er hinzu: Der Graf Struensee, ein sehr großer Mann, starb anno 1772 durch der Königin Juliane ihren Befehl und nicht durch meinen und durch den Willen des Staatsrats. Ich hätte sie gerne beide gerettet. Ihre Tochter Luise Auguste wird als dänische Prinzessin erzogen und aus dem Blut des Königs anerkannt. Von ihr stammt die spätere deutsche Kaiserin Auguste Victoria ab. Kronprinz Frederik wird zum künftigen König erzogen. Im Alter von nur 16 Jahren stürzt er Guldberg und regiert für seinen kranken Vater weiter. 1808 wird er als König Frederik VI. Gekrönt. Er setzt viele von Struensees Reformen in die Wirklichkeit um.